السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، الأسلوب جبيت الله دم جنيدك دم ألبام هات سجن und ich bezeuge, dass es keinen gibt, den man mit wahrem Recht anbetet außer Allah, keinen gibt, den man in dieser Anbetung folgt außer Muhammad sallallahu alaihi, der Diener Allahs und letzter Gesandter Gottes. Erstmal Barakallahu fikum, möge Allah subhanahu wa ta'ala unserem Bruder Sheikh Abu Anas, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn segnen und reichlich belohnen für diese hervorragende Arbeit, die ich heute, ich war so überrascht, in dieser kurzen Zeit, möge Allah subhanahu wa ta'ala, was er erreicht hat, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn segnen. Das ist nicht jetzt Lob ins Gesicht, wir dürfen uns nicht gegenseitig loben. Aber der hat mich sehr viel gelobt am Anfang, indem er gesagt, einer der Ersten. Ich bin nicht einer der Ersten, sondern ich bin auf diesem Weg. Es gab Muslime hier in diesem Land, Alhamdulillah Rabbil Alamin, die kamen. Und natürlich, jede Arbeit hat auch Fehler. Oder jede Arbeit hat keine, sage ich jetzt, eine Arbeit hat immer Höhepunkt und eine Arbeit hat auch Tiefpunkt. Wir haben unsere Schwächen, unsere Stärken. Die Muslime leider, die haben auch nicht so viel Stärke gezeigt in diesem Land. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat das so gewollt, dass man etwas auf diesem Weg beigetragen hat. Und das ist schön, dass diese Arbeit weitermacht. Und das ist was, was ihr hier tut. Das ist das Richtige eigentlich, dass man eine Schule, barakallahu fikum, macht. Dass man weiter lernt. Und ich denke, viele von euch haben wir uns schon ein paar Mal getroffen. Deshalb, da freut man sich, dass wir endlich in Deutschland eine Möglichkeit haben, dass Leute den Islam lernen und dass sie weiter geben wollen und dass sie weiter vermitteln wollen. Deshalb möge Allah subhanahu wa ta'ala unserem Bruder, oder muss man gestehen, ja, unser Bruder Abu Anas, möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn dafür reichlich belohnen und segnen. Und natürlich auch die Brüder, die mitgeholfen haben, da vergisst man nicht in diesem Zusammenhang. Das war so, dass das seit langer Zeit die Brüder sagen, komm. Aber es gibt keine Zeit und es gibt andere Sachen, natürlich, da muss man beachten in diesem Land. Ihr wisst ja, ich meine, ich bin so beliebt von manchen Leuten, nicht nur Muslime, mashallah, die Muslime lieben mich sehr, aber es gibt Leute, die mich mehr lieben. Weil ohne diese Liebe, sie können nicht mehr verdienen und sie können nicht mehr arbeiten, ich meine, arbeitslos werden. Deshalb, ich meine, die Sache ist klar. Aber so hat Allah subhanahu wa ta'ala gewollt, dass wir uns heute treffen. Ich habe mit den Brüdern gesprochen, was wollen wir machen? Ich weiß, dass ihr hier, Alhamdulillah Rabbil Alamin, lernt. Das wird für mich als Wiederholung für das, was ihr lernt und vielleicht auch die Sachen, die man gelernt hat, in einer neuen Version sozusagen vorgetragen. Das bedeutet, wir haben das immer so gemacht und man weiß, wenn man bei großen Gelehrten gelernt hat, da lernt man das gleiche Buch bei verschiedenen Gelehrten. Das gleiche, eigentlich das gleiche Hadith und die gleiche Ayah und alles das gleiche. Aber subhanallah, bei dem ersten Gelehrten lernst du etwas, bei dem zweiten lernst du etwas, beim dritten lernst du etwas und das geht alles in die Richtung, die richtige Richtung, solange man, barakallahu fikum, die Quellen der Religion beachtet, und zwar Koran und authentische Sunna von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das Schönste ist, dass der Muslim,
diese beiden zusammen lernt, das wird Koran. Nicht nur Koran lesen oder rezitieren, weil das auch wichtig ist, sondern barakallahu fikum, dass man den Koran versteht und dass man den Koran richtig verwenden kann in diesem Leben, indem man die Ayat liest, versteht, praktiziert. Und natürlich, ohne Sunna können wir den Koran nicht verstehen. Und sage euch eine Aussage von zwei großen Gelehrten. Einmal Imam Ahmed bin Hanbal und einmal Imam Shafi'i. Was sagen sie? Und bitte langsam nicht, dass man denkt, ja, ich bringe etwas Neues oder erfinde was. Imam Shafi'i sagt, As-Sunnatu qadiyatun ala kitabillah. As-Sunnatu qadiyatun ala kitabillah. Das heißt, die Sunna urteilt den Koran. Und Imam Ahmed sagte, die Sunna oder der Koran braucht die Sunna mehr als die Sunna den Koran. Also die Sunna braucht man in diesem Zusammenhang, warum? Damit man das versteht. Weil es viele Ayat in dem Buch Allah subhanahu wa ta'ala stehen und wenn man diese Ayat so einfach liest, dann kann man das allein nicht verstehen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Diejenigen, die den richtigen Iman verinnerlicht haben, praktiziert haben, und sie haben diesen Iman nicht vermischt, die haben diesen Iman nicht mit Zulm, mit Ungerechtigkeit oder Unrecht vermischt, أولئك لهم الأمن, diese werden die Sicherheit bekommen und diese sind rechtgeleitet. Zulm, das Wort Zulm, wenn man das betrachtet, das ist Unrecht. Die Sahaba, radhiyallahu anhum, die Gefährten von unserem Propheten, als sie diese Aya hörten, sie gingen zum Propheten. Sie haben gesagt, oh Prophet, wer von uns hat kein Unrecht getan? Mindestens gegen sich selber, indem man eine Sünde begangen hat oder einen Fehler gemacht hat. Der Prophet sagte, das ist nicht Zulm, das ist nicht das Unrecht, was ihr denkt, sondern das hat hier eine andere Bedeutung. Und zwar, Luqman alayhi salam sagte seinem Sohn, Ya bunayya la tushrik billah, mein Sohnchen, mach keinen Schirk. Inna shirka la zulmun azim. Schirk ist ein großes Unrecht oder die größte Ungerechtigkeit. Das heißt, es geht hier in dieser Aya um Schirk. Diejenigen, die den Iman richtig verinnerlicht haben und kein Schirk begangen haben, diese Leute werden die Sicherheit bekommen und diese Leute sind rechtgeleitet. Aber hier haben wir mutlaq al-amn wal-amn al-mutlaq. Das bedeutet, wir haben hier, entweder du bekommst ein bisschen von der Sicherheit oder du bekommst die volle Sicherheit. Die volle Sicherheit, was bedeutet die volle Sicherheit? Die volle Sicherheit, dass du keine Strafe bekommst im Grab und am letzten Tag. Und du bist rechtgeleitet in Dunya, in Barzakh und am letzten Tag zum Paradies. Wenn du den richtigen Tawhid, den richtigen Iman verinnerlicht hast und du hast überhaupt keinen Schirk begangen und du hast auch keine großen Sünden begangen, dann wirst du die volle, vollkommene Sicherheit bekommen am letzten Tag und in Dunya. Wenn du aber Sünden begangen hast, dann hast du nicht die volle Sicherheit, sondern du hast die Sicherheit, dass du ins Paradies kommst. Aber für die Sünden, wenn Allah subhanahu wa ta'ala diese nicht verzeiht, dann kann man auch in die Hölle gehen. Wie haben die Sahaba das verstanden? Ohne die Sunna von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam könnten sie das nicht verstehen.
Deshalb wir brauchen die Sunna, damit wir den Koran verstehen. Und die Sunna erklärt den Koran. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَاقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَاقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ mit verrichten das Gebet ist eine Übersetzung, die nicht so exakt ist übrigens. Aber wir sind gezwungen, bestimmte Wörter zu benutzen. Wie verrichten des Gebetes. Obwohl Iqam al-Salah ist nicht verrichten des Gebetes. Sondern das hat eine sage ich jetzt, größere Bedeutung und eine exaktere Bedeutung als dies, was wir hier sagen. Verrichten des Gebets, das wir Gebet machen. Aber Iqam al-Salah ist mehr von der Bedeutung. Auf jeden Fall, Barakallahu fikum, da steht, waqimu al-Salah. Aber wie? Und das brauche ich euch natürlich nach Talabat Ilm nicht zu erklären, weil die das wissen, inshallah. Aber das ist eine Erinnerung, bi'idhni ta'ala. Damit man sozusagen sich in dieses Thema reinversetzen kann, was wir inshallah behandeln werden. Weil wir das Thema von Mustalah al-Hadith behandeln werden. Und das ist die Sunna eigentlich, allgemein. Das heißt, وَأَقِيمُ الصَّلَاةِ aber wie? وَأَتُ الزَّكَاةِ wie? Fasten von Ramadan, wie? Pilgern, wie? Wie macht man das Ganze? Wie versteht man das Ganze? Ein Mann kam zu Imran ibn Hussein, radwanallah alayhi, er sagt ihm, ja, Aba Nujayh, er erzählt uns bestimmte Dinge, die wir im Koran nicht finden. Woher habt ihr sowas? Imran ibn Hussein, der Gefährte von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sagte, hast du den Koran gelesen? Der Mann sagte, ja. Der hat ihm gesagt, hast du gelesen? Waqimu salah? Der hat ihm gesagt, ja, ich habe das gelesen. Der hat ihm gesagt, hast du gelesen, dass Mittaggebet aus 4 Raka'a besteht, Asrgebet aus 4 Raka'a, Abendgebet 3, Nachtsgebet 4 und Frühgebet 2? Der hat ihm gesagt, nein, das steht nicht im Koran. Der hat ihm gesagt, du hast das von uns bekommen und wir haben das vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam bekommen. Das wird auch ohne die Sahaba, radwanallahu alaihim, geht's nicht. Diese Leute, die vertrauenswürdig waren, die udul waren, redlich, radwanallahu alaihim jami'an. Der hat ihm gesagt, hast du gelesen? وَآتُ الزَّكَاةِ Der hat ihm gesagt, ja. Der hat ihm gesagt, weißt du, bei wie viel man gibt und bei wie viel und wie la jalab, du kannst nicht zu den Leuten gehen, sondern und wenn sie zu dir kommen, die Regeln von Zakat allgemein. Der hat ihm gesagt, nein, ich habe das nicht im Koran gelesen. Der hat ihm gesagt, woher hast du das? Woher hast du das bekommen? Du hast das von uns bekommen. Wir haben das vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vermittelt bekommen. Auch bei Hajj das Gleiche. Und so weiter. Das heißt, Barakallahu fikum, unsere Religion, Alhamdulillah, ist Religion und das ist die beste Gabe, die wir haben. Unsere Religion ist Religion des Beleges, Religion des Beweises, des Wissens, der Überlieferung. Es gibt keine andere Religion, die solche Überlieferungsketten hat, wie der Islam. Und Ibn Hazm, rahimahullah ta'ala, er hat gesagt, wenn wir...